knows somehow, because he hasn't been wrong. I don't think he is. Let's just still skip. Say. Raleigh with the host! Thank you so much for the host, brother. I appreciate you. Stream sniper. If you know what a PS5 is and a cougar is, yeah, right. Welcome into the dark side. How you doing today? Ooh, yeah. Not back, you're stemming. Is a streamer bash? That's right, bash! Oh, we voted yellow? Streamer bash. I guess so. That's right, bash. That's a hollow victory. I don't want a victory like that. Oh, we voted yellow? Streamer bash. I guess so. That's right, bash. That's a hollow victory. I don't want he's a either like a super tryhard or he's got an. That's a hollow victory. So just accidentally kick him. Or get him out of here and he gets kicked. Oh, poor guy. Hey, everybody watching, if you'd like to join in, the code's right over there. We have five spots. I'll give it a minute or two for anyone that wants to join. And then we're going to open it up and fill the spots with public. I'll give it a minute or two. Because all of us join. And then we're going to open it up fill the spots with public. Wants to join. And then we're going to open it up all of us join. Oh, danke schön, Käffchen. Guten Morgen. Wir haben uns erstmal das einstellen. Okay, das mit dem Host-Feature ist ja, dass man das erst ausmachen muss. Das ist ja echt komisch. Ja, Mietze, was machen wir noch mit dir? Projection First Light. Spielst du gar keinen Rock Deep Rock mehr mit uns? Haben wir uns gestern schon gewundert, da spielst du lieber mit dem Wölfchen, Call of Duty und Dings, Roblox, was ist denn da los? Sonntag schon nicht. Hast du irgendwas mit?
kannst du sagen, wenn du was hast. Okay. Wir haben doch die ganze Woche über, wir haben doch fast 2 Wochen ausgesetzt. Wenn die Liebe mit dem Wolfi spielst, naja, du, dann spiel halt lieber mit dem Wolfi. Schwierigkeitsstufe wählen. Jo, Michel, wat ab? Ach, herrje. Also das Auto-Hosting ist ja witzig. Das funktioniert ja so ganz gut, aber ich habe mich eben gewundert, dass ich mein... Nö, wieso Neid? Ich spiele weder Call of Duty noch Roblox, also auf was soll ich denn da neidisch sein? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, was du damit meinst. Auf was soll ich neidisch sein? So klang das, dann hast du dich aber ein bisschen verhört. Nee. Da hast du das leicht fehlinterpretiert. Du, wir waren 4 im Team. Alles gut. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ich neidisch sein soll. Sie kann doch spielen, mit wem sie will. Mietz ist mir weder Rechenschaft schuldig noch sonst irgendwas. Ich habe lediglich gefragt, ob irgendwas ist, weil sie nicht mit uns spielt. Ich habe nicht gesagt, mit mir. Da musst du schon genau hinhören, Michel. Ich habe gesagt, weil sie mit uns spielt. Traurig, okay. Nee, ich habe mich lediglich gewundert, aber ich muss auch meinen Gedanken dann nicht mehr Ausdruck verleihen, wenn das missinterpretiert wird. Es gab so viel Stress wegen dem Bubble die letzte Zeit, also frage ich lieber vorweg, bevor es wieder irgendwelche Missverständnisse gibt, von denen irgendeiner nicht weiß, weil irgendeiner sauer ist oder angepisst oder was weiß ich was. Also spreche ich es lieber an. Guten Morgen, Malis. Das war nur rein präventiv. Ach so, ich wollte erstmal überhaupt gucken, mal einen Link zum Spiel raussuchen. Das Spiel, hätte es gestern schon zocken können, dürfen, hab's aber ehrlich gesagt vergessen. Das Spiel heißt Go. So, Projection First Light. Einmal den Link auf Twitch, einmal den Link auf Trovo. Yeah.
Diesmal an die richtige Adresse. Die Adresse war ja richtig. Also ich habe gestern auch meinen Postboten gefragt. Selbst wenn da gestanden hätte, C.Bürger, hätte er es zugestellt. Also das ist, wir lassen es mal so im Raum stehen, ob das der Wahrheit entspricht, dass der Postbote das verweigert hat. Mein Postbote hat gesagt, das hört sich für ihn so an, als ob der Empfänger die Annahme verweigert hat. Sprich, ich habe nichts bestellt, das nehme ich nicht an. Und das war ja auch das, was die Mieze zuerst mir geschrieben hatte auf Twitter, das den Stein ins Rollen gebracht hat, das weiß ich noch, dass sie gesagt hat, du, das Paket konnte nicht, wurde nicht angenommen. Da habe ich die Mieze noch gefragt, hä, willst du dich doch verarschen, oder? Und erst dann hatte er gesagt, ich bin gut Freund mit dem Postboten und er konnte es nicht zustellen wegen den Buchstaben. Tja, anscheinend ja nicht. Guck mal, wir haben uns morgens hier, wir haben uns am Sonntagmorgen hier drüber unterhalten über das Thema Allemann. Kannst du entsinnen. Da hast du geschrieben, bla bla bla, Headset, bla bla bla. 2 Stunden später kam er in den Channel und dann hat er hochgescrollt, hat sich das alles durchgelesen und dann fragt er dich, ach, der Micha hat sich ein Headset bestellt. Weiß nicht, ob du das überhaupt so realisiert hast oder wahrgenommen hast. Ich habe mich gestern mit der Malis darüber unterhalten. Also, es war alles ein bisschen merkwürdig. Deswegen cleare ich gleich auch wieder raus, sonst geht das da auch wieder los. Er hat doch gesagt, ach, ich weiß gar nicht, dass was kommt. Alles ein bisschen komisch, weißt du, ich meine? Tja, du hattest das erwähnt, du hattest geschrieben, bla bla bla, Headset, bla bla bla. Das Headset kam wieder zurück oder irgend sowas hast du geschrieben. 2 Stunden später schreibt er auf einmal dann hier im Channel, ach, der Micha hat ein Headset bestellt. Und da habe ich, hatte ich mich kurz mit der Malis in der Party unterhalten, da denke ich so, Alter, ernsthaft? Muss sich jeder selbst seine Gedanken drüber machen. Und ich verstehe auch, wenn jetzt dann die Leute sagen, nee, dann du, bei so Aktionen machen wir nicht mehr mit. Dann muss man sich überlegen, wie man das in Zukunft macht. Ob man das unterteilt in eine Zweiklassengesellschaft. Die Leute, denen kann man das zutrauen, dass sie das geregelt kriegen, ein Paket anzunehmen. Oder da läuft sie über die Bühne und bei den Leuten klappt es nicht. Ich finde es generell, wir hatten ja das Problem schon, oder wir hatten, das hat ja angefangen damals mit dem anderen Clown, der das dann verraten hat, was drin war und so weiter, wo das Getue, ich will nichts zum Geburtstag und am Geburtstag, Banone, jetzt komme ich auf den Namen. Aber wenn sich das dann so unterteilt und bei anderen sammelt man dann nichts, bei anderen sammelt man dann und schickt denen nur Geld und dann müsste Mietz jetzt anfangen, ihre Liste, die sie erstellt hat, in vertrauenswürdig, nicht vertrauenswürdig, dumm, nicht dumm, in was weiß ich, wie viele Kategorien unterteilen. Weißt du, wie ich meine, jetzt ganz krass ausgedrückt. Sie müsste anfangen, jetzt die Menschen in irgendeiner Art und Weise einzuordnen. Ob das Sinn der Übung ist? Ob es fair ist, ist dann die andere, jetzt mal nur das weitergesponnen. Deswegen habe ich ja gar nicht, hab das Bild heute Morgen gesehen, finde ich super, dass sie das gemacht hat, Mietz. Ich habe auch aus einem bestimmten Grund mich gar nicht da dran gesetzt. Das hatte ich aber, glaube ich, gesagt, ne? Das sind so Sachen, die machen so Dinge kaputt. Also es bleibt dann auch immer ein fader und bitterer Beigeschmack, ne? Weil, siehst ja, selbst das mit Banone haben wir nicht vergessen. Ich mach mal gerade clear, sonst wird wieder was gelesen. So. Also wenn ihr den Autohost einstellt, meine Lieben,
und dann anfängt zu streamen, muss der Autohost deaktiviert werden. Also das finde ich ein bisschen doof, ganz ehrlich. Muss ja mal gucken, dass ich das irgendwo mal anbringe. Vielleicht in Trovo Support Feedback. Automatically off when streamer goes live. Das sonst ist es ja ein bisschen Twitter-Ralle, bevor das Päckchen ankam. Was kommen? Für Päckchen? Ah ja. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, was ich davon halten soll. Ich habe, was sowas angeht, immer eigentlich eine recht gute Intuition. Und da stimmt, da passt so vieles irgendwie nicht in dem Falle, weißt du? Das ist alles so ein bisschen, weiß nicht, irgendwas, kann ja nicht mal sagen, warum, aber irgendwas ist da komisch. Man hat ja immer so, oder ich habe immer so ein Bauchgefühl bei verschiedenen Sachen. Und meistens liege ich damit auch richtig. Nicht immer, ich liege auch oft falsch, aber meistens liege ich richtig. Und in dem Fall hat es schon an dem Tag, wo du mich angeschrieben hast, habe ich ein ganz komisches Bauchgefühl gehabt. Will da auch nichts unterstellen. Man weiß es ja nicht, kann mich auch täuschen, ist ganz klar. Niemand ist perfekt. Der Satz da drin stört mich. Ich bin ja da sowieso nicht daheim und hin und her, weißt du, jetzt stell dir mal vor, ihr hättet das direkt so gemacht und hättet das an dem Tag. Wäre was zurückgekommen und ihr hättet es dann zu Mallis und Kai geschickt. Dann wäre es so gekommen, wie es jetzt ist, dass er entweder gar nicht da ist oder dass er schon wieder heim ist. Also das sind doch alles so, das ist alles so, so komisch.
Ich hätte dann gesagt, du, ich bin nicht zu Hause. Dann mach Zustelldatum am, was weiß ich, 5.10. Da bin ich wieder zu Hause. Fertig. Hoffen wir, dass es nur klappt. Ansonsten schickt er ihm das Geld und fertig. Oder dann macht ihr, wie ihr das... Hey, mal ganz ehrlich, wenn ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, dass ich da sage, okay, stellt da meine Post zu. Wenn ich dafür, als ob er da einzieht, weißt du, was ich meine? Ich kann da nur den Kopf schütteln. Ich käme da gar nicht auf die Idee. Ohne jetzt, dass es wieder so über den Kopf hinweg entscheiden. Er kann doch nicht einfach sagen, okay, ich bin jetzt da, stellt meine Post und meine Pakete dazu. Da muss er doch erstmal das mit dem Malis und dem Kai absprechen, oder? Es geht ja davon aus, dass er dann den ganzen Tag da zu Hause ist. Was wäre denn dann da der Unterschied? Jetzt stell dir mal vor, er ist da zu Besuch und geht vielleicht mit Malis und den Kindern spazieren. Jetzt mal gesagt, dann werden die Pakete da angeliefert, dann gehen sie wieder zurück. Was ich meine? Achtung, der Detektiv ist da, schnell. Hallo, Sandy. La la la, la 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 la. Na na na. Hallo, Detoni. Guten Morgen. Die Donokin ist da. Money, money, money. Geil. Magst du ein bisschen Kaviar? Magst du denn überhaupt Kaviar? Wir fragen mal das Orakel. Ah, die Destiny steht total auf Kaviar. Siehst du? Und auf Puppi, ne? Kleine Schweinepüppchen, nicht eu. Ey, gestern war auch Chemnitz im Fernsehen. Habt ihr das gesehen, die Reportage auf Pro7? Ja, ich habe auch nicht alles. Ich habe genau wie ich auch das letzte Drittel gesehen. Krass, oder? Destiny, ich vermisse deine Donuts. Mensch, Destiny, ich vermisse so deine Donuts. Guck mal her. Ich gebe dir mal ein kleines Küsschen auf die Backe, Destiny. Guck. Zack. Ah, hab sie. Guck mal, feine Zunge in den Rachen. Lecker, ne? Die Dono Queen ist da. Guck mal, liebe Kinder, die Queen of Dono ist da. Geilo. Ja, du, das ist klar, dass sie dich bannen. Du bist ja auch der Schlingelinchen, ne? Dass ich die Sandy bin. Moin Ringo.
Mir geht's gut, weil ich Sandy bin, weil ich Sandy bin. Oh, ho, ho. Achievement, baby. Keine Widerrede, Mann, weil ich es sowieso gewinne, weil ich Sandy bin. Okay. Was soll das denn, Sandy? Das ist ja nice. Also sie haben jetzt verschiedene Features mit reingebracht, nur so zur Info. Man kann sich mit Mana, mit Raketen hier auf Trovo auf die Startseite boosten. Das heißt, du bist dann für einen gewissen Zeitraum auf der Startseite. Da ist auf gut Deutsch gesagt in meinen Augen geschissen drauf, weil bevor die Leute sich dann Mana kaufen oder was auch immer, ist es sinnvoller, dass oder sparen für die Events. Ich brauche keinen Moment Fame auf der Startseite, was das bringt dann sowieso nichts, finde ich. Ist meine Meinung. Aber das bleibt jedem überlassen. Des Weiteren war ja das Raid- und Host-Feature mit drin und da müsst ihr echt aufpassen, in dem Moment, wo man diesen Auto-Host anmacht. Ich habe das gerade gesehen. Komme ich denn da hoch? Wenn man diesen Auto-Host anmacht, ist der eigene Stream nicht mehr da. Also muss man erst Auto-Host wieder ausmachen. Scheiße. Was soll das denn? Wie kommen wir denn da rüber? Na, das ist ja witzig. Doch, geht, Mietz. Geht. Aber du musst halt... Also es funktioniert so, dass du trägst die Leute in der Auto-Host-Liste ein und dann machst du Hosting an und aus. Guck mal, du gehst auf... Studio, My Channel, Raid und Host. Das ist hier. Dann trägst du die Streamer, die du gerne hosten möchtest, in die Liste unten ein, bei Host List. Gehst auf Add. Und in dem Moment, wo du dann Auto-Hosting-Channel anmachst, werden die live sind, automatisch gehostet. Entschuldigung.
To Sandy, oh Sandy, na 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 na. Sandy ist schon ein kleines Ferkel, ne? Da hat sie wieder ein dumm Zeug gemacht gestern bei sich im Channel. Und die Donuts sind wieder rein, du. Die Reichen werden immer reicher, ne, Mietz? Ist so. Das ist ja echt geil gemacht mit den Schatten. Was ein geniales Spielprinzip. Ja, du bist doch die Donau-Königin, ich weiß es nicht. Du musst doch wissen, was du alles an Donuts kriegst, Sandylein. Ah, ah, ah! Nee, so nicht. Vielleicht so. Bisschen hoch. Also. Irgendwas machst du ja da auch, dass sich alle mein Schatz nennen und mein Mädchen. Voll krass bei dir immer. Dabei habe ich gedacht, du bist meins. Guck. Naja, muss halt die Mietz nehmen, wenn der Michel nicht da ist. Geht für den Michel bestimmt voll in Ordnung. Nee, hat keiner gesehen. Haben alle weggeguckt. Wie soll das denn gehen? So? Die WK. Ich weiß nicht mal, wer WK ist. Ist denn oder was ist denn WK? Die große Ferkelshow. Was ist denn WK? Sandy, was ist ein WK? 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 Nee, ich weiß nicht. Ja, dann musst du das auch so schreiben. WK kennt ja keiner, Sandy, ne? Also gerade von dir als Rechtsanwältin erwarte ich doch rechtschreibmäßig da schon ein bisschen Genauigkeit, ne? Ratzfatz, siehst ja, wie schnell das, da heißt es statt Michel, Michael und zack, kann nicht annehmen, zack. Das wär's, oder? Das wär's. Hier, ne, Mietze und Michel. Statt Michel Katze... Michael Katze. Nee, statt Michael Katze, Michel Katze. Zack. Nee, kann ich nicht annehmen, hab nichts bestellt. Ich bin nicht der Michel, was soll denn das? Der Postbote noch eine geklebt. Ich bin nicht die Detonie, ich bin die Destiny. Das nächste Paket schicke ich dir als Detonie.
Mal gucken, ob du es annehmen kannst. Sandy. Sag ich dem Postboten, Paket für Detonie 777. Hab hier Marzipan für Detonie. Das wär's. Ich hab hier ein Marzipanschwein für die Detonie, wo sitzt du? Und du dann, hier, ich bin's. Ich bin aber nicht die Detonie. Ja, dann können wir dir das Paket nicht geben. Dann muss ich das Marzipan wieder mitnehmen. Ah, gut, dann bin ich dann doch die Detonie. Nein, bin ich nicht, Sandy. Ich hätte ja schon gern, dass du unter mir arbeitest. Tunnel. Okay. Lass mal einen Blick auf die Achievements werfen, ne? Vielleicht von oben? Wir haben auch grünes Licht vom Bosco. Und dann geht's ab, Sandy, das sage ich dir, Fräulein. Wo war denn hier der Kreis? Wo ist denn der Kreis hochgegangen? Da. So. Autolicker. Ah, das ist geil, ne? Ich habe noch nicht einen Schmetterling gesehen, irgendwie. Wo sind denn die Schmetterlinge? Da komme ich auch gar nicht hoch. Also selbst wenn ich hier hochgehen wollte, käme ich gar nicht hoch. Doch. Sammle alle Schmetterlinge im Spiel. Yo, Henriksson. Henriksson. Shadow Theater. Hm? Nicht so. Stückchen. So. Möppetliede. Lass mal gucken, ob es da vielleicht sammle alle Schmetterlinge irgendwas gibt. Consult King. Butterflies.
Cloud Butterflies Chapter 5. Neueste Inhalte. Chapter 6 bis 8 China. Kann man denn die Chapter wieder anwählen? Lass mal gucken. Nee, das spielen wir es lieber erstmal so durch. Projection First Light. Collect all butterflies. Chapter 2, The Fall. Collect all the butterflies in any level. Collect all the butterflies. For this achievement you need to collect 161. Hier ist mal. YouTube. Lass mal gucken. Chapter 2, Null Butterflies. Mal gucken. Chapter 1, Butterflies. Dann fange ich doch lieber nochmal damit an, oder? Ich glaube, das ist ja nur ein Butterfly gewesen. Ups, ich muss gerade noch was suchen. Oder ist das ein Butterfly? Wo sehe ich denn? 5:15. Theater. Ich muss gerade noch was suchen. Chapter 2, ein Butterfly. Chapter 3. Ist bei Minute 9:45. Sind wir schon so weit? Nee. Forest sind wir da noch gar nicht. Io Pine Paints. Moin Henriksson, ich muss gerade was suchen, dann geht's weiter. Also kann ich da nichts übersehen haben.
ein Butterfly, der muss hier dann. Muss hier dann irgendwo sein. 5, 15. Da ist ein das. Ah, da ist er. Da wo es hoch geht. Da wo es hoch geht, okay. Aber ich glaube, es macht. Frühstücksfernsehen, ja. Yo, Pains, what's up? Ja, aber das ist. Das ist ein bisschen anders, Miete. Die Rakete, damit kommst du nur kurzzeitig auf die Startseite. Das ist das, was ich vorhin sagte. Also ich weiß nicht genau, ob das wirklich sinnvoll ist. Weißt du, ich meine? Weil mal kurz auf die Startseite, wenn du das dann, da hast du einen kurzen Moment Fame. Währenddessen, wenn man das dann aufhebt. Ja, aber da gibt es viel bessere. Ich habe Die Zoe hat mir gestern Abend den Link schon geschickt. Ich habe mich da eingetragen. Aber ich weiß ja ungefähr, wie ich positioniert bin, allein von Deutschland. Ich bin, ich glaube nicht, dass sie, da steht leider in den Bedingungen nicht, wie viele Boxen sie schicken. Also ich bin platziert, kann ich hier gerade mal gucken. Von der Anzahl der Achievement bin ich deutschlandmäßig auf Rang. Achievements won in all games 83. Und Gamerscore in All Games bin ich Rang 37. Also ich glaube, wenn sie jetzt 50 Xboxen rausschicken, dann würde ich eine kriegen. Da glaube ich aber nicht so dran. Cast Manners Bell. Okay, wo siehst du das, Miet? Cast Manners Bell. Ja, siehst du, da bin ich weit entfernt von. Da keine Chance. Eingetragen hatte ich mich, aber da, ich glaube da nicht dran. Da bin ich nicht gut genug, Sandy. Wäre toll, wenn das klappt. Wo siehst du das denn, Miet? Wo hast du denn da? Ah, das ist auf dem Handy bestimmt irgendwie, hä? Oder ich muss mal über Sissy gucken, vielleicht. Ja, ja, ich sehe es nur nicht bei mir. Extend Sub Cast Spell. Also auf dem PC sehe ich es nicht mit der Rocket. Auf dem PC sehe ich es nicht. Moin Lachs. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso gewinne, weil ich die Sandy bin. Ja, aber da sind andere, die haben viel mehr Candy. Da sind andere, die haben viel mehr. Nee, ein Tag hat ja nur 24 Stunden. Links vor dem Eingabefeld auf der App. Okay, das sieht man, ist auf dem PC wohl anders dann. Aber vielleicht kriege ich ja so ein Hoodie.
Ja, aber da müsste ich dann, nee, da, dafür gibt es zu viele Games, die man, diese AC Neo Games und so weiter, da gibt es ja dann Leute, die so geil da drauf sind, die kaufen sich dann die ganzen Spiele, die billigen, die man schnell in einer Stunde fertig macht, holen sich 10, 20, 30, 40, 50 von denen und haben den Gamerscore. Ich habe, auf das Spielchen lasse ich mich jetzt gar nicht ein. Ist auf jeden Fall eine geile Idee. Aber um Top 8 zu sein, musst du dann auch einiges an Geld investieren. Geld und vor allen Dingen Zeit. Nee, es gibt ja ein anderes Ding, was interessanter ist. Über den Zeitraum von Jahren. Also von 2000, was war's? 13 bis 2020. Das sieht ja interessant aus. Ja, das kannst du vergessen. Das wird nicht reichen. Oh, jetzt habe ich aber doch was übersehen.
Verstehe. So, fangen wir nochmal an. Mir geht's so gut, weil ich ein Mädchen bin. So. Die kleine Sandy, guck mal. Also generell finde ich es eine geile Aktion. Mit diesem Ding. Das belohnt das geil. Und finde ich auch super, dass es aufgeteilt haben in verschiedene Spiele. Wie jetzt das Forza und State of Decay oder was es noch war. Ich habe es mir gestern kurz durchgelesen. Fand ich sehr witzig, die Idee. Aber vielleicht kriege ich ja so ein Hoodie irgendwie, Sandy. So ein Hoodie und so ein... Ich verstehe nur nicht, warum einige Spieler das schon haben, wo doch das jetzt erst angefangen hat. Es haben gestern schon etliche gepostet, die diese Plexi-Dings gekriegt haben und den Hoodie. Bei mir auch.